So, warte mal. So. Ist natürlich wieder. Jetzt müssen wir den Ist wieder. König holen, irgendwie. Es ist wieder. Nee, wir müssen nochmal einen Schach geben, sonst ist es Patt. Wo ist Pat? Wo? Überall. Jetzt ist überall Patt. Also er kann. Ah, es kommt dieses Pat-Schach. Genau. Aber warte mal, aber manchmal gibt es auch Pat-Opfer, die nicht funktionieren. Das bleibt. Wenn wir jetzt König D6 spielen, dann macht der König Turm D7 Schach, Genau. richtig? Und wenn wir dann König C6 spielen, macht der Turm C7 C7 Schach. oder Turm D6 Schach. Turm D6 ist halt immer noch schlimmer. Oh Gott. Okay, jetzt müssen wir Schach geben wieder. Ah je, yeah, okay. Dame C6 Ja, würde Schach. ich machen. So. Der Stockfisch, der verlangt alles von uns ab. Wir Okay. dürfen jetzt aber, ja, jetzt, wir dürfen jetzt nicht wieder in. Lass uns lieber einmal einen Schach auf D8. Ja, wir laufen gleich in dieses Part wieder rein. Ich sehe das hier gerade. Oder wir laufen noch in dieses Part rein, oder? So, und Ja, ich spüre es jetzt holen auch. wir den König ran. König D6. König D7. Ich sage nicht, dass wir unbedingt Fortschritte, aber wir waren auch schon mal weiter weg. So, jetzt Jetzt schaffen. sind wir wieder richtig nah dran, habe ich das Gefühl. So, Dame. Ja, vielleicht sollten. C Vielleicht ist hier wie. Dame C8, aber sind da wieder Pattsachen drin, Pass oder? mal auf. Hier ist doch jetzt wieder der Moment, wo wir einen ruhigen Zug spielen müssen. Pass mal auf. Was ist denn, wenn wir hier Dame. Oder vielleicht sollen wir hier einen ruhigen Zug spielen. Das sind doch wieder Pattsachen, oder? Dame C8. König Dame A7. H7 und es droht dann wieder Patt auf C6. Wenn wir König Es C7. droht wieder Pat, ja, es ist Katastrophe. Dann können wir ihn einmal fesseln mit Dame C5. Aber dann kann er König. Ist eigentlich egal, weiß ich spielen. Vielleicht ist es hier besser. Wie wollen wir. Okay, unsere Dame. Wollen wir jetzt nochmal Dame C8 und Dame C5 erstmal? Das bringt uns doch. So. So. Meine Damen und Herren. Aber wenn wir jetzt König C7 spielen, dann hat er Turm C. Nee, hat er nicht. Hat er nicht. So, wenn wir jetzt. Er hat kein Pattopfer, gell? Wenn Er hat wir kein Pattopfer. jetzt König C7 spielen, kommt, dann kann der Turm B7 spielen. Und dann müssen wir wieder König C8, dann hat er dieses Pattopfer wieder nach Turm B7. Warum hat er immer dieses Patt? Nee, hat er nicht, oder? Dann können wir ja König. Dann können wir. Okay, also König C7. Dann Turm nach B7 Schach. Ja. Ach so, und dann König Und C8. dann spielt der Turm B8 Schach. Ach Es so. ist immer noch Patt. Wir müssen hier unsere Dame, wir müssen hier unsere Dame anders stellen. So, wir wollen aber auch nicht, dass er da unbedingt. Dame C5. Was? Dame D5? C4. Es braucht wirklich ein Muster, Struktur. Okay, was ist mit Dame D5? Dame D5 hält den König ab zu fliehen. Und wir gehen aus dem Patt Wir gehen aus dem Patt raus und Sachen wir raus, ne? drohen dann König C7. Sieht schön aus. So, und jetzt dachte ich, wir können jetzt König C6 und dann König C7 spielen. Jetzt sind wir dran. Wichtig ist irgendwie, dass die Figur, dass irgendwie, da habe ich das Gefühl, was ich jetzt so sehe, so ein bisschen empirisch, dass die Dame und der König, dass die nicht nebeneinander stehen sollten, sondern da irgendwie so Und Diagonalkomposition, ja, und man darf dass irgendwie es nicht zu weniger Patz nah. Wir gibt. waren immer mit der Dame auf diesem Pattfeld. Ich glaube, das darf man nicht. Und jetzt ist König C7. Jetzt sind wir doch dran. So. Wow. Jetzt ist schlimm. Bad Moon Rising. So. So. Das sieht schlimm aus. Aber ist es schlimm? Also Dame C5 ist wahrscheinlich wieder Dame komisch. C5 führt uns wieder in Probleme nach König nach Turm B7. Das ist problematisch. Das machen wir nicht.
König C6, C6 bringt auch nichts. Jetzt brauchen wir einen ruhigen Zug. Einen ruhigen Zug, genau. Schön wäre es natürlich, hier ein Tempo zu verlieren. Richtig, oder? Das wäre richtig schön, hier ein Tempo zu verlieren. Ich merke es auch gerade. Können wir hier ein Tempo verlieren? Also unser Turm steht da, unser König steht da richtig. Unsere Dame, also unser König, den können wir meiner Meinung nach nicht gut spielen. Nee, unser König, der steht richtig. Der muss auch B6 und sowas im Blick halten. Wir können höchstens die Dame ziehen. Damit C6 bringt nichts, gell? Was ist denn mit Dame D3 Schach? Dame C6 ist die andere Idee. Dame C6, dann muss er ja König A5 spielen. Richtig. Aber dann diese Fesselung bringt dann nichts, ne? Ist auch vollkommen egal, in welche Ecke man den König drängt, oder? Wäre logisch, dass es egal ist, oder? Ja, ich glaube, das ist. Die Dame ist ja eigentlich auch ein Chamäleon und kann die weiße und die schwarze Diagonale je nachdem belegen. Es ist anders bei Läufern. Also bei Läufer-Springer sollte man ja immer den König in das Eck drängen, das der Läuferfarbe entspricht, oder? Ja, ich bin. Big Greek hatte gerade ein Video hochgeladen. Ehrlich gesagt, bin ich mit Läufern Springer, ist das jetzt auch nicht mein liebstes Matt. Also damit C6, König A5. Dame C6, König A5. König A5, Dame A8 Schach. König B5. Das können wir auch gleich, genau, 8 können wir auch gleich, genau, den können wir auch gleich spielen. Okay, Dame A8 Schach, König B5, aber der rennt dann B5. weg, das ist. Was ist der Vorteil an Dame D3? Also Dame D3, König A5, König C6. Das ist interessant. Dachte ich halb, aber ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, mir weiter da lang, aber. Dann sind wir zumindest. Was haben wir noch? Dame Chris. C6, Dame 8. Dann kommen wir halt mit unserem König danach nicht. Dann könnten wir. Jetzt müssen wir das hinkriegen, warte mal. Das kann man jetzt wahrscheinlich schon rechnen, das Ich Ding. denke, auch, das ist eigentlich Dame C6 Schach, König A5. Aber dann kommt unser König nicht weiter ran. Dann kommt Dame C5 Schach, aber dann rennt er raus nach A4, ne? Was ist denn mit Dame D3, König A5, König C6? Ich finde, das sieht sehr, sehr gut aus. Er kann auch Fehler machen, Turm einstellen, aber macht er natürlich nicht. Jetzt König C6. Alle Figuren stehen gut. Was kommt auf Turm B6? Wir gehen jetzt, dann können wir ran. Oh, Patrick. Ey, das gibt es nicht. Ey, ich. Ja, dem. Okay. Patrick. Ja, was ist. Okay, jetzt haben wir wieder folgendes Problem, wenn wir jetzt hier nehmen. Dame schlägt C4, ist es Patt und der König hat keine Felder mehr und die Partie endet Remis. Wir sind jetzt hier auch schon im 112. Zug. Ja, das wird jetzt knapp. Aber gut, jetzt müssen wir durch. Mal schauen, wie viele Videos das hier werden. Was willst du machen? Vielleicht werden es sogar 6 Videos. König Okay, D5. König. König D5 musste. Du musst ja irgendwie an diesen Turm ran, ne? König D5. So, jetzt.
Boah. Er geht einfach weg von, er geht einfach knallhart weg von seinem Turm. Am liebsten würde ich jetzt eigentlich Dame F5 Schach geben. Das wäre wunderbar, wenn dieser Zug erlaubt wäre. Gut, Dame B3 wäre jetzt auch ein logischer Zug, eigentlich, oder? Dame B3, das würde man halt einfach runterblitzen, denke ich. Ja, So ein warte mal, Zug. was kommt denn auf diese Schachs dahin? Oder Dame B1 absichtlich spielen, vielleicht. Einfach, vielleicht ist es besser, die Dame auf Distanz zu halten. Oder was? Ich weiß es nicht. Ist Was es besser, die Dame auf Distanz zu. was kommt denn Ja? auf diese Schachs? Dann rennen wir nach C8 oder was? Ja, können wir nach B7? Ja, können wir probieren. Aber ich würde nach B3 gehen. Ist irgendwie B1 sieht irgendwie merkwürdig aus. Gefühlt auch, sieht es stärker aus, so, ja. So. Jetzt aber auch wieder Schach sein, ich glaube, Dame A4. Bringen die was? Aber das ist wahrscheinlich Erstmal mit dem König D6, ne? König D6. D6 sieht richtig aus. Genau. Erstmal raus aus diesem Weiß. So. Das kann doch hier nicht wahr sein, dass er mit seinem Turm da so Das ist verrückt, ja. rumeiert. Dame B7. Dame B7 könnte ein Killer sein. Dame B7 könnte ein Killer sein. Ja, wo geht der Turm? Dann geht der Turm auf die andere, aber dann geht der Turm zurück auf die andere Seite. Wahrscheinlich. Vielleicht hast du recht, dass es ein Killer ist. König D7 kann man auch spielen. König D7 habe ich mir auch schon überlegt. Dann kann. Dann macht der Turm Dann C5. macht er Turm C. Eigentlich steht unser König ja jetzt ganz. Gut, dann nicht, ja. Ganz gut. Wo sind. Auf F5 gibt es dieses Schachfeld, ne? Das hattest du ja auch schon mal angestrebt. Wir müssen aber. Du hast, also, wir haben sie jetzt isoliert. Eigentlich. Ich glaube, wir gewinnen jetzt hier den Turm, wenn wir es jetzt nochmal zusammenreißen. Haben wir alles erreicht, was wir wollten. Auch so Sachen wie Dame A5 Schach. Dame Oder Dame D5 Schach, muss man auch berücksichtigen. Oh! Dame D5 Schach, er darf nicht auf die siebte ja, Reihe, ist das habe ich richtig, schon, oder? aber er habe ich auch schon gesehen. Er kann auch Er B6 könnte gehen. vielleicht Ah! nach B6. Aber. Yes! So, was kommt auf König D7 nochmal? Auf König D7 könnte König Turm. Turm C5 kommen. Turm C5, ja, das. Sieht auch komisch aus. Turm C5 sieht auch komisch aus, gebe ich zu. Aber es Aber wenn er. Ja. scheint zu. Also, wir müssen unsere Dame nochmal irgendwie ein bisschen besser stellen, ne? Irgendwie hat sie ne Ja, die Dame B7. Was war damit? Dann kommt Turm C3. Aber er kriegt die trotzdem nicht zusammengeführt, oder? Turm C3. Und wie geht's nach Turm C3 weiter? Okay, ich würde. Ah, ist gut. Okay, oder was mit damit? Ja, schwierig, ich weiß es. Wo wollen wir den König hindrängen? Wollen wir den jetzt so hochdrängen zum Turm? Oder wollen wir ihn jetzt einfach ab. Mit Schachs holen wir den. Oder wollen wir jetzt ihn erzwingen, dass wir ihn abholen? Weil das ist auch so ein Zug wie Dame B1 nicht gar nicht so doof. So, um dann diese ganzen Schachs mal zu drohen. Damit. Da kann jetzt auch mal einen Fehler machen, der Stockfisch. Da spielst du halt optimal wahrscheinlich taktisch, gell? Wahrscheinlich tut er das. Und König Dame D5 Schach. Dame D5 Schach, er darf nicht.
Doch, König B6 kann er auch noch machen. Wir haben ja gesagt gehabt. Aber mach das mal. Fangen wir an. Wir stellen jetzt mal unsere Dame erstmal besser. Dame Ja. D5. Ist wahrscheinlich nicht der. Dann ist König. Oh Mann, jetzt kommt König B6. Okay. Jetzt König D7. Oder wir können nochmal Schach geben. Wir können nochmal Schach geben. Gehen wir doch nochmal Schach auf Dame B3, oder? Willst du wieder? Ich dachte, wir geben jetzt vielleicht auf. Ich dachte, das Schach auf D4 wäre vielleicht. Ja, auf B3, dann geht er wieder zurück. Okay, wir können auch wieder zurück. Aber damit D4 ist doch erstmal. Oder nicht? Ja, und das sieht. So, wir haben sie weiter getrennt. Ah, können. Es könnte Dame B2 Schach, Ja, aber gut, da ne? kommen wir nicht weiter auf die Diagonalen, die wir. Wo wollen wir denn? Na doch, aber doch, da haben wir B2 Schach. Er darf nicht auf die Ja, das C-Linie ist schon gehen, mal gut. sonst ist Machen wir der Dame Turm B2 weg. Schach und dann. So, jetzt können wir doch noch mal einen ruhigen Dame Dame B4. B4, oder? Jetzt würde ich auch Dame B4 spielen. Es gibt keine Patricks, Er kann anscheinend, oder? er kann, nee, er kann ja immer noch Asi. Nö. Dame B4 sollte kein Patrick möglich sein. Was passiert, wenn der König A7 macht? Spielen vielleicht Dame B5. Stimmt. Das stimmt. Oder jetzt dachte ich Dame B5. Ja, Dame B5 ist irgendwie. Sieht logisch aus, oder? Wir bleiben dabei. Wir lassen ihn hier irgendwie im. So, jetzt kommt der, das war zu erwarten. Was ist, wenn wir jetzt das Schach geben und dann König D7, Dame A5 Schach? Dame A5 Schach meinst du, und dann kommt von König ihm D7 König und B7 und dann König dann D7. König D7. Sieht alles schön aus. Aber das Ding ist, also okay, was ich zu sagen muss zu dem Endspiel. Also man weiß ungefähr, was man machen muss. Abdrängen, Figurenpotenzial maximal ausschöpfen, aber konkret irgendwie zu berechnen, wie man den Turm jetzt gewinnt, ist gar nicht so Vor einfach, allem nach oder? so einer langen Partie auf jeden Fall. Und ja, wir waren schon sehr nah dran, haben da diesen Patrick jetzt wieder viel Zeit verloren. Wir versuchen es ja König nochmal. König D7. D7 sieht hier richtig aus. Also, Es kommt bitte, Leute. so, jetzt. Also Oh, jetzt ist er wenn fertig. Ich jetzt der spür's. Turm. Also wir können doch jetzt einfach Dame B4, Dame Dame D5. A3, Dame B2. Wir machen jetzt Dame D5, oder? Oder warte mal, Dame, okay, wahrscheinlich hast du. Das müssen wir jetzt rechnen. Okay, du sagst Dame B, okay, Dame Dame B4, rechnen. B4, Okay. Dame A3, Dame B2. Wir geben da forciert Schachs. Er muss nach dem Dame B4 muss er in die A-Linie, nach Dame A3 muss er in die B-Linie und dann Dame B2 Schach. Also eine richtig schöne Stufe. Okay. Ich hoffe, Zack, wir haben noch die zack, Zeit. zack, zack. Dann müssen wir aber noch mit Dame und König matt setzen. Das kriegen wir aber Aber wir haben noch hin. einen Schlagzug gemacht. Zählt das nicht? Wir haben noch einen Schlag. Oh, doch, das zählt. Stimmt. Dann haben wir nochmal 50 Wenn Züge. wir, wenn, ich sehe schon, Dame A4, Dame A3, 50 Züge. Jawohl. Nein! 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 Das kann nicht sein. Tja, liebe Leute. Ihr seht selbst, ich weiß nicht, bei welchem Teil wir hier angekommen sind unserer Videoserie. Oh je, ich glaube, das sind 6 Teile, würde ich sagen. Okay, jetzt haben wir zwar eine. Eigentlich hätten wir jetzt eine Gewinnstellung, aber
aufgrund der 50-Züge-Regel ist jetzt die Partie Remis ausgegangen. Es waren genau 50 Züge wahrscheinlich. Ich hab's geahnt, ich hab's geahnt. Vielleicht hat er auch mit Absicht einen Vielleicht hat extra es mit Fehler gemacht, weil er wusste, es Absicht dauert gemacht, weil er 50 wusste, Züge. das wäre natürlich richtig, nochmal der richtige Stachel. Oh nein. Ja, das ist natürlich bitter. Aber na gut, wir haben es auch einfach nicht hinbekommen. Haben es nicht hinbekommen, aber ich würde jetzt sagen, jetzt belassen wir es bei dem. Und auf jeden Fall können wir dort auch nochmal richtig Analysematerial rausziehen für das Endspiel Dame gegen, also König Dame gegen König Turm. Und probieren dann und versuchen das jetzt wirklich auch alle mal zu lernen. Also das ist. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Ich wollte dieses Video irgendwann machen. Es ist in meiner Liste sehr weit nach oben gerutscht. Ich werde unser Endspiel hier als Beispiel nehmen, zeigen, wie man es vielleicht. Wir waren ja zumindest auf dem richtigen Weg, ne? Das soll mal gesagt sein. Es war jetzt nicht so, dass wir davon gar keine Ahnung hätten. Aber am Ende, das Fiese ist natürlich auch, der Computer findet da die besten Züge. Gerade wenn der Turm weggeht. Ein Mensch zieht ihn auf die Felder, wo er dann schneller mal mit Schachs weg ist. Der Computer zieht ihn auf Felder, wo er nicht so einfach mit Schachs weg ist. Das ist einfach verrückt. Das ist, oh. Tja. Ja, also das Video werde ich mir mehrfach anschauen. Also ich freue mich jetzt schon auf das Video und auch, also dass du unsere Partie hier als Beispielpartie nimmst. Ich habe jetzt wirklich den Ehrgeiz, das zu lernen und da wirklich stark zu werden in diesem Endspiel. Und das einfach nie mehr, dass es nie mehr Remis ausgeht. Das Also darf das auf jeden ist Fall, aber ich meine, gut, unfassbar. dass es heute passiert ist gegen hier einen Computer und vielleicht nicht in einem wichtigen Mannschaftskampf oder in einem wichtigen Turnier. Nehmen wir beide mit für uns. Ich denke, die Analyse, da überlassen wir euch auch ein bisschen was. Das reicht, glaube ich, für uns. Und da habt ihr, wenn ihr Lust habt, natürlich, könnt ihr da gerne reinschauen. Ich denke, es war eine sehr gute Partie von uns. Eine sehr, sehr gute Partie. Ich würde sagen, da kann man auch fast schon 0,75 Punkte geben für die Partie. Denke ich auch. Also das, ja, mit dem bittersten Ende, genau 50 Züge vor dem Schlagzug. Das war schon. Ich würde es auch sagen, es ist fast Mitternacht. Also wir haben jetzt die ganze Nacht durchgezockt. Und ja, also es war eine richtig schöne Partie, toller Austausch. Also alles war dabei. Also schöne Eröffnungsphase, spannendes Mittelspiel, viel Taktik, auch viel Transitions, also so Umwandlungen gab es auch. Und dann dieses Endspiel hier, es ist sehr viel drin. Und ja, ich würde sagen, wir spielen nochmal gegen Stockfish und machen es dann Wir richtig, machen es oder? dann richtig, aber was mir sehr gut gefallen hat, ist wirklich unsere ruhige Spielweise. Das hat sich einfach ausgezahlt. Wir haben Das war wirklich. abgewartet, in den richtigen Momenten ruhig gespielt, unser Meerbauern einfach behalten und Stockfish eigentlich ziemlich positionell an die Wand gespielt in gewisser Art und Weise, weil er hatte gar keine Idee mehr, als er da mit seinem Turm darum geeiert ist im Endspiel. Eigentlich schon, eigentlich ist es ein technisch gewonnenes Endspiel. König Dame gegen König Turm. Nee, wirklich eine schöne Sache. Was würdest du sagen? Es ist Mitternacht. Ich glaube, so können wir die Sache gemütlich Das ausklingen denke ich lassen. auch, gibt genug Stoff hier zum Sehen und ich denke, wir müssen uns hier erstmal erholen. Das war doch, ich bin jetzt hier ganz schön durchgeschwitzt. Ich auch. Ich dachte, kein Problem mehr mit Pullover, aber das hätte ich doch mal mit T-Shirt machen sollen. Ja, spannend. Sehr spannend. Ich denke, über die Partie sollten wir jetzt eine Nacht drüber schlafen. Und ja, also vielen Dank, dass du dabei warst. Also richtig toll. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das war wirklich ein Krimi. Also eine richtige Reise, die Partie. Also ich würde fast schon sagen, die Partie war gleichwertig mit einer echten Langschachturnier-Mannschaftspartie von der Intensität und was das Stockfish hier alles von uns abverlangt hat. Und ja, vielen, vielen Dank dir. Ja, danke, dass ich hier dabei sein konnte und dass wir das zusammen gemacht haben. Kann ich nur bestätigen. Also es war wirklich, ich bin jetzt auch so kaputt wie nach einem Turnier gefühlt. Das war wirklich fordernd und dann mit diesem Ende. Also die Partie hat alles zu bieten. Ich hoffe, ihr seht das genauso. Hoffe, wir haben euch hier einige Stunden Spaß geboten insgesamt. Und Würde ich es auch wir sagen, sehen uns jetzt sicherlich tatsächlich. wieder, ne? Auf jeden Fall ist es tatsächlich Mitternacht und ja, ich glaube,
Der Schachpanda hat jetzt auch eine Schachpause nötig, also wenigstens mal 8 Stunden. Das wären es wahrscheinlich nicht ganz, aber ja, die habe ich nötig. Von daher würde ich sagen, oder? Macht's Würde ich gut, sagen, liebe Leute. mach's gut, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal bei Orca Chess und Schachpanda. Ciao. Ciao.